Jetzt das MyBet Wettstudio. Aktuelle Quoten, Hintergründe und Live-Interviews für Ihren richtigen Wetttipp. Sie geht wieder los. Die Bundesliga startet in ihre Jubiläumsspielzeit, die 50. Saison. Eine voller Emotionen, spannender Spiele und jede Menge nervenaufreibender und hoffentlich für Sie erfolgreicher Wetten. Ein herzliches Willkommen im MyBet Wettstudio. Die Frage, die wirklich jeden beschäftigt zum Saisonbeginn: Wer wird deutscher Meister? Packen die Dortmunder den Titel-Hattrick oder schaffen es die Bayern, mit ihrem neuen starken Mann Matthias Sammer den BVB vom Thron zu stoßen? Ein Neuzugang beim deutschen Meister überstrahlt alles. Marco Reus wirbelt wieder für den BVB. 17 Millionen hat sich Dortmunds Deutschlands Fußballer des Jahres kosten lassen. Die Bayern halten dagegen. Im Sturm ist Mario Mandzukic der neue Mann. Er wird Mario Gomez ordentlich Konkurrenz machen. Mit Jerdan Shaqiri haben die Bayern auch auf der Außenbahn nachgerüstet. Robben, Müller, Ribéry, alle werden sich anstrengen müssen. Doch der neue starke Mann, wie gesagt bei den Bayern, ist Matthias Sammer. Wird er die titellose Zeit beenden? Was sagen die Quoten? Schauen wir auf unsere Meisterwette. Die Bayern sind der wahrscheinlichste Meister. Das 1,85-fache gibt es, sollte der FCB die Schale holen. Die Titelverteidigung des BVB macht aus ihren 10 Euro am Saisonende 25. Die Außenseiter-Tipps bringen das ganz große Geld. Wird es die erste Bundesliga-Meisterschaft für Schalke 04? Wir wollen bei den Experten nachfragen, was die Vorausschau in dieser Saison ist. Dafür am Telefon Marek Hahn von MyBet, einer der sogenannten Bookies, die Menschen, die unsere Quoten erst machen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, schönen Tag. Wir haben natürlich zum Beginn der Saison die allerwichtigsten Fragen, die jeden interessiert. Wie kommen Sie denn in Ihren Büros auf die Quoten, die wir hier jede Woche präsentieren? Wie setzen die sich zusammen? Wie entstehen die? Ach, das ist eigentlich so ein ziemlicher Mix. Das geht natürlich immer danach, wie die in der Vergangenheit gespielt haben, die Mannschaften. Dann geht es immer danach, wer gerade aufläuft, wer verletzt ist. Da muss man sich natürlich immer erkundigen. Und da muss man auch manchmal so ein bisschen Angstgegner berücksichtigen, wie wir das ja leider bei der Europameisterschaft bei Deutschland gegen Italien hatten. Okay, die Bundesligamannschaften, also gerade wenn es hier in unserem Fall, wir haben gerade über die Meisterwette gesprochen, die Meisterwette, auf was für Erfahrungswerten basiert die denn? Da geht es auch wieder ganz genau. Also Bayern ist natürlich traditionell immer Favorit und die sind auch diese Saison, werden die wieder eigentlich als Favorit eingeschätzt. Und dann kommt es eben auch wieder, wie die Kader sich einzeln verstärkt haben. Wo sehen Sie denn die größten Verstärkungen im oberen Drittel, sag ich mal, der Liga? Ach, die haben sich eigentlich alle ganz gut verstärkt, muss man sagen. Also Wolfsburg greift natürlich mächtig an, Schalke wird wieder ganz stark angesetzt, aber Bayern hat sich ja auch ganz gut verstärkt. Denken Sie, die vielen Superstars in der Elf des FC Bayern könnten sich am Ende der Saison vielleicht gegenseitig auf die Füße treten? Schafft der Trainer es da, wirklich ein stringentes Team zusammenzustellen? Ach, ich glaube schon. Und jetzt haben sie mit Sammer ja noch einen ganz guten Mann dazu gewonnen. Also das sollte vielleicht etwas besser klappen als letzte Saison. Gibt es denn viele Leute, die auf ein unwahrscheinliches Team setzen, die wirklich das in Kauf nehmen, dass man sagt, die Quote ist, wir hatten es gerade eben 4:1, glaube ich, bei Gladbach, das geht ja noch. Aber im unteren Tabellendrittel sieht es ja ganz anders aus, oder? Ja, aber komischerweise setzen die Leute dann trotzdem drauf. Also wir hatten zum Beispiel mal Europameister, hatten San Marino angeboten und da haben Leute sogar darauf gewettet, dass die Europameister werden. Also, wie hoch war die Quote dann? Da hatten wir, glaube ich, eine Quote von 5.000. Gehen Sie nach bestimmten Zahlen oder wird da sozusagen die Schätzungen vieler Buchmacher, vieler Bookies zusammengerechnet und unterm Strich dann addiert? Nee, das ist wieder schon so ein Mix aus, man guckt natürlich, wie der Markt insgesamt sind und was auch die anderen Buchmacher machen, aber dann ist es natürlich auch so ein bisschen die individuelle Meinung des Buchmachers, wie was er einschätzt. Also da kann man dann auch mal so ein bisschen vom Markt abweichen. Aber die meisten Buchmacher sind sich darüber einig, Top-Favorit in dieser Saison ist der FC Bayern, oder? Genau. Fürs Erste schönen Dank, wir hören Sie gleich nochmal wieder. Wer um den Titel spielt, scheint also relativ klar. Doch wer muss die Liga im Mai verlassen? Die namhaftesten Kandidaten sind wohl die Aufsteiger. Also Düsseldorf, Fürth und Augsburg. Jedes Jahr erwischt es natürlich auch jemanden völlig unerwartet. Wer wird es diesmal sein? Was sagt zum Beispiel der Fürther Trainer Mike Büskens zum Abstiegskampf? Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir sind in jedem Ranking.
sind wir ganz, ganz unten. Also können wir nur gewinnen und so müssen wir auch in die Saison reingehen. Ja, und ich hoffe, dass es unsere Fans auch genießen können, dass sie sich nicht beirren lassen, wenn es mal 2, 3 Spiele nicht so laufen sollte, wie wir es aus der zweiten Liga gewohnt sind, nämlich erfolgreich und siegreich. Sondern wir müssen auch damit rechnen, dass wir mal durch kleine Täler müssen. Am Telefon noch immer Marek Hahn von MyBet. Ein Satz zu den Abstiegsquoten, die wir hier neben uns sehen. Wir haben 1,9 für die Fortuna, ebenso dieselbe Zahl für den FC Augsburg und immerhin noch ein 12,0 für den HSV. Das ist ja eine relativ gute Quote für eine klassische Mannschaft für den HSV. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist schon sehr hoch. Das kann sogar sein, dass sie noch runtergeht. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich den HSV auch sehr gefährdet diese Saison sehe. Also, warum ist das so? Naja, die haben ja also das Pokal aus, das kann man jetzt nicht sagen, dass es ein Ausrutscher war, sondern das ist schon ein Grundproblem in dem Kader. Und die haben einfach sehr, sehr wenig Geld und Transferprobleme. Also die sehe ich eigentlich so von den Mannschaften, die normalerweise traditionell sind, sehe ich die eigentlich am schwächsten an. Und dann gibt es natürlich noch die klassischen wie Frankfurt, Mainz und so, die auch gefährdet sind. Was sagt die Statistik über die Jahre? Ist es wahrscheinlich, dass ein Aufsteiger auch gleich wieder absteigt? Ja, also in der Regel erwischt es schon 1-2. Also, dass alle drei sich oben halten, das kommt sich schon eher selten vor. Herzlichen Dank, Marek, fürs Erste. In den nächsten Wochen werden wir ab und zu mal zu Ihnen rüberschalten und auch aus der Perspektive der Bookies mehr erfahren über die Quoten bei MyBet. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Nochmal ganz genau zum Mitschreiben. Die Quoten der potenziellen Abstiegskandidaten Düsseldorf und Augsburg sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,90 die klaren Kandidaten. Fürth mit 2,3 könnte sich auf den Relegationsplatz retten und der ruhmreiche HSV, wie gesagt, als Bundesliga-Dino mit einer Abstiegsquote von 12,0. Das war die erste unserer vielen MyBet-Wettstudio-Shows dieser Saison. Wir wünschen Ihnen auch im kommenden Jahr einen erfolgreichen Tipp und gute Quoten.